Hi, Schiffwissen und herzlich willkommen zurück zu Shadow of War. Komm zurück zu mir, Talion. Ich lasse dich deine Feinde sehen. Der Arena haben wir das letzte Mal gemacht. War schön die Orks vertrieben. Beziehungsweise Uruks. Der ist böse, aber. Nee. Was ist das Problem bei was nicht? Aufträge. Herausforderungen. Kurz auch schon Optionen. Da Fotomodus. Dass ich schnell Fotos machen kann, wenn ich Köpfe abhacke. Ich könnte jemanden rühren eigentlich. Jetzt selbst noch wie Springer. Hast du über meinen Vorschlag nachgedacht? Wenn das vorüber ist. Oh, so ein Aufgang. Müssen es schon gemacht haben und unten sein und den Typ befreit. Mein Vater wird im Lager des Häuptlings gefangen gehalten, doch wir wurden entdeckt, bevor wir ihn retten konnten. Okay. Baranor will im Morgengrauen zuschlagen. Mit einem kleinen Trupp. Doch du willst jetzt gleich zurück. Allein. Das ist blanker Selbstmord. Wenn wir bis morgen warten, ist mein Vater längst tot. Ich sage nicht, du sollst nicht gehen. Du sollst bloß nicht allein gehen.
Die Uruks, die wir letzten Winter fasten, erzählten von einem Grabwandler. Halb Mann, halb Geist. Ein Dämon. Und was glaubst du? Ich glaube, so einer könnte uns helfen. Baranor und ich haben die Uruks belauscht. Sie haben meinen Vater in ein nahegelegenes Lager gebracht. Er ist tot! Ihr Tor ist stark, das gebe ich zu. Aber es wird dennoch nicht halten. Mein letzter Unsere Vorstoß Brüder, und wir müssen sie befreien. Idril, wir müssen vorsichtig vorgehen. Neulich bin ich... Ihr habt viel riskiert, Idril. Vielen Dank. Ach, sie konnten Abi fragen, okay. Jetzt sitze ich hier fest, wo ich doch plündern könnte. Tordak Kako. Wir sind fast da, ich weiß es. Vorsicht, Idril. Es war Kako. Ich stehe in deiner Schuld, Waldläufer. Kommt, wir müssen hier weg. Es heißt, der Hexenkönig wird diesen Ort zu seiner Heimat machen. Am besten gemacht. Ihr habt mich gerettet, Idril. Vielen Dank. Letzte Mal eine Bleichhaut gegessen. Nur zur Hälfte. Habt ihr gerade etwas gehört? Blute! Ja, nee, du störst. Danke. Wir glauben uns bereits tot. Idril, Sie haben den General zum Zelt. Wir sollten diesen Ort verlassen. Idril, wir müssen die Orks beseitigen, bevor wir Kastamir befreien. Dann aber schnell! Böses Magneto. Ihr kriegt bestimmt keine Befreiung.
Wir wissen nicht, was uns erwartet, Idril. Mach dich bereit. Ich bin bereit. Ja, fliegen. Na du? Du gehst nirgendwo hin, General. Vater? Schön. Oh, Idril. Du hättest nicht herkommen sollen. Ich kam deinetwegen. Ich habe das alles nicht gewollt. Weder für dich, noch für unser Volk. Wir haben nicht immer die Wahl, Vater. Aber noch können wir kämpfen. Du bist genau wie deine Mutter. Komm, die Verstärkung wird bald hier sein. Schnell, bevor noch mehr eintreffen. Vater, wir... Schnell! Endlich etwas Futter. Einmal fing eine Kreatur in die Falle, die weder ein richtiger Mensch noch Elf noch Ork war. Warte. Fatal, jetzt hast du die Überraschung am Ende ruiniert. Was? Setzen wir sie nicht zum Üben ein! Ich hörte, es da blöd. Hier werde ich doch etwas finden. Heute schlägst du! Der General ist zurück. Öffnet das Tor! Öffnet das Tor! General, der sehende Stein. Ich kann ihn verwenden. Der Palantir bleibt dort, wo er ist. Die Armeen von Gondor werden bald hier sein. Du bist sicher. Gut. Kommt. Wir warten schon seit Wochen auf Gondor. Niemand ist gekommen. Kannst du sie mit dem Stein wirklich bezwingen? Ja. Dann werde ich ihn finden. Wir müssen zurück zu Kankra. Sie kann uns zeigen, wo sich der Palantir befindet. Der Palantir ist hier. Ah, zweite letzte Chance. So, und du? Werf einen Fußschlagen. Ja, na. Eine zweite Chance, super.
mit Roberta. Der Krieg ist hier. Wir müssen Saurons Macht über Minas Ithil schwächen. Haben wir doch noch irgendwas? Ja, Schattenangriff brauchen wir dafür. Sonst haben wir doch keine Suchen mehr. Jetzt sind wir überhaupt den Gast wieder an der Dominik, gell? Talion, der Ring ist verloren. Aber ich werde meine Antworten bekommen. Kankra! Minas Ithil steht vor dem Untergang. Wir brauchen den Palantir. Den Palantir? Gab ich dir nicht die Sicht über deine Feinde? Das ist es doch, was du willst. Nicht wahr? Oh, ich gewähre dir deine Vision. Doch wie viel bist du bereit dafür zu bezahlen? Oh, deine Seele? Davon ist fast nichts übrig. Ich brauche Antworten. Der finale Angriff steht bevor. Der Palantir darf dem Hexenkönig nicht in die Hände fallen. Wir müssen zurück nach Minas Ithil. Der Mond. Wunderschön. Sie kommen von der Unterstadt. Wo sind die Schützen? Ich will jeden Mann mit einem Bogen auf dem Wall sehen. General Castamir zog uns ab. Wir bilden hier die Reserve. Wieso tut er das? Wir brauchen jeden Mann. Wo ist Castamir? Ich muss mit ihm sprechen. Ich auch. Er ist seit Stunden fort. Dieses Geräusch. Das ist cool. Das Tor. Entdeckung! Er ist auch in das Druck nachgekommen. Sie brennen! Holt Wasser! Los! Vorwärts, Marsch! Keine Gnade!
Au. Ja, er muss. Die Diener von Sauron trotzen dem Tod. Ja. Genau wie du. Wieso habe ich jetzt zwei Chancen gehabt? Formation! Schilde hoch! Ihre Stadt kann uns nicht verraten! Haltet sie zurück! Jetzt! Angriff! Fäusche. Kannst du fliehen? In eine Stadt, die bald uns gehört! Häuptling, seht euch vor!
Stadt ist verloren! Rette deine Leute! Zieht euch zurück! Die Stadt ist verloren! Du hast uns verraten! Ich tat es für dich, Idril, um dein Leben zu retten. Der Palantir ist bedeutungslos. Ich würde ganz Gondor opfern, um dich zu retten. Was ist mit unserem Volk? Unserer Ehre? Am Tod ist nichts ehrenhaft. Castamir! Was du versprochen hast. Machen wir Claudia noch einen auf mich. Ich verlange nur eins. Die Freiheit meiner Tochter. Castamir, nein! Es steht ihr frei, mit ihrem Volk zu sterben. Fünf. Der Hexenkönig ruft dich.